Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer Farbberatung, die ich jetzt an Caroline zeigen werde. Sie ist ja ein wunderschöner Frühlingsfarbtyp und ihr stehen die hellen, warmgrundigen Farben aus der Frühlingspalette sehr gut. Ganz besonders, wie Sie auch in den Videoclips dann später sehen werden, die Rosé-Töne, aber auch das Veilchenblau ist ein wirkliches Highlight für Sie, was auch die Augen ganz besonders leuchten lässt und das Augenweiß betont. Und das kann sie wunderbar mit der vorhandenen dunklen Kleidung, die noch in ihrem Kleiderschrank ist, kombinieren. Wie läuft denn jetzt eine Farbberatung ab? Das möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, dass Sie auch wissen, was wir gleich tun werden. Es gibt hier verschiedene Tücher, das sind sogenannte Analysetücher. Die werde ich nacheinander auflegen und dann können Sie sehen, was die Farben machen, die positiv sind, also die sehr gut zu Caroline passen, zu ihrem Teint oder auch zu den Augen, die den Mund vielleicht ganz besonders schön nachzeichnen. Und dann werde ich auch die suboptimalen, also die nicht optimalen Tücher auflegen, in denen sie dann vielleicht müde aussieht, nicht so frisch, abgespannt und vor allen Dingen sie wird unsichtbarer. Ich persönlich finde es auch gut, wenn man beide Farben kennt. Manchmal möchte man ja gar nicht unbedingt gesehen werden. Und dann ist es so ein bewusstes Spiel mit der eigenen Wirkung. Das können Sie durch Farben ganz gut unterstützen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Sie wirklich richtig gesehen werden wollen, dass Sie ganz präsent sind, dass Sie sichtbar sind und dass man weiß, wow, da ist sie. Und das können Sie mit den Farben, die in Ihrer Palette sind, nochmal richtig unterstützen und pushen. Das gibt auch Selbstbewusstsein. Wenn ich mich gut fühle, dann komme ich auch gut an. Ja? Okay, was tun wir jetzt und was können Sie vielleicht auch zu Hause so ein bisschen nachstellen, um den Farbtyp zu ermitteln? Jetzt wissen wir ja schon, dass Caroline ein warmer Farbtyp ist, dass ihr die Frühlingsfarben besonders gut stehen. Und der erste Schritt, um zu schauen, ist sie denn ein kühler oder ein warmer Farbtyp? Also auch sind Sie ein kühler oder ein warmer Farbtyp, sind diese beiden Tücher, mit denen man unterscheiden kann, ist meine Haut kühlgrundig, das heißt, hat sie eher rötliche, eher kühle Farbpigmente, oder ist meine Haut eher warmgrundig, hat sie vielleicht honigfarbene Farbpigmente. Und das können Sie erkennen, wenn Sie die Tücher auflegen. Ich starte jetzt mal mit dem Silberton. Kannst du dich gut sehen? Ja, ich kann mich sehen. Sehr gut. Und dann braucht unser Gehirn einen Moment, um sich an die Farbe zu gewöhnen, um auch in die Neutralität zu gehen, gerade wenn sie es an sich selber auflegen, diese Tücher. Man selbst hat ja von sich ganz bestimmte Farben und Bilder schon im Kopf, die vorgefertigt sind. Und da ist es gut, wenn Sie gedanklich einfach einen Schritt zurücktreten oder vielleicht das gemeinsam mit einer Freundin auch machen, diese Farbberatung mal als Test, dass Sie also schauen können, okay, ich mag zwar kühle Farbtöne, aber ich bin offen zu gucken, was macht denn die kühle Farbe mit meiner Haut? Nämlich, wirkt meine Haut jetzt vielleicht unruhig? Wirke ich vielleicht blass? Wie sieht meine Haarfarbe aus? Verändert die sich? Was macht das Augenweiß? Ist es jetzt vielleicht stärker? Sind meine Augen größer oder sind sie kleiner? Und wie wirkt mein Gesicht an sich? Wirke ich präsent, sichtbar? Oder wirklich vielleicht müder, werden vielleicht Schatten betont. Okay. Und dann direkt im Anschluss schauen Sie sich die warmen Farben an. Und da geht sofort das Licht an in Carolins Gesicht. Ja, da musste ich direkt mal lachen. Wie angestrahlt, ja. Auch die Lippenfarbe fällt mir jetzt ganz besonders auf. Du hast ja sehr, sehr schön nachgezeichnete Lippen auch. Das gefällt mir sehr gut. Und die Augenfarbe. Ne? Ja. Also wenn du jetzt in einem persönlichen Gespräch bist und du trägst die warmen Farben, dann wirst du gesehen und du wirst vor allen Dingen gehört und wahrgenommen. Ja? Die Farbe überstrahlt dich auch nicht, sondern sie präsentiert dich. Genau. Mir fällt noch auf, also so das Gesicht ist ein bisschen schmaler. Ja. Und die Augen leuchten mehr und also das Zahnweiß kommt auch mehr raus. Also ich finde es sehr schön. Ja, also mir gefällt es ganz gut. Ja, also mir gefällt es sehr gut.
finde ich auch. Auch das Zahnbeiß, da hast du recht. Das liegt daran, dass wir eben auch in unseren Zähnen kühl- oder warmgrundige Farbpigmente haben. Und wenn die richtig angestrahlt werden durch die richtige Farbe, dann haben wir natürlich auch tolle weiße Zähne. Und wir sind vor allen Dingen wir geben ein harmonisches Bild ab. Wir sind authentisch. Es kommt auch beim Gegenüber an, wenn sie in den richtigen Farben unterwegs sind. Und wir schauen uns gleich mal zum Vergleich an, wie denn Farben wirken, die nicht so optimal sind. Ich mache aber vorab noch einmal ganz kurz, dass Sie es auch noch mal in Ruhe anschauen können. Es wird zu Hause, glaube ich, noch mal deutlicher, wenn man jetzt beides gesehen hat. Ich zeige noch mal den Silberton. Was verändert sich? Ich sehe, dass deine Augen kleiner werden. Ich sehe, dass deine Lippen an Ausdruckskraft verlieren und deine Haut vor allen Dingen. Die wirkt sehr müde, bisschen blass. Und ich finde, da kommen Falten mehr vor zum Vorschein. Nein. Nein, ich finde das schon. Schau mal jetzt. Das ist ja das Schöne, wenn man die richtigen Farben trägt, braucht man auch viel weniger Make-up, weil die Farben, die zu einem passen, schon die natürliche Schönheit, die natürlichen Konturen im Gesicht auch unterstreichen. Und da braucht es wirklich nicht mehr als dieses Dreieck, das sieht man ja auch hier. Und da kann man am restlichen Körper als Rahmen das tragen, was vielleicht auch gerade modern ist, was einem vielleicht im Moment gefällt. Damit ist man völlig frei in den Farben, ne? Ja, schön. Dann lege ich dir jetzt mal weitere Tücher auf und da gucken wir mal, ob du jetzt erstrahlst oder eher nicht. Sind auch warme Farben. Ganz wichtig, diese Tücher dienen nur der Analyse. Diese Tücher sind wie ein Indikator, um verstärkt sehen zu können, passt die Farbe nicht. Ja? Also es ist nie die Empfehlung, sich wirklich komplett in der einen Farbe etwas zu kaufen oder auch in der anderen. So. Jetzt haben wir hier den helleren Grünton. Ist okay, ist ja eine warme Farbe, aber für mich kommt langsam wieder so die Farbe aus deinem Gesicht, ne? Die Ausstrahlung. Es macht ein bisschen blass, ja. Und auch dieses Augenweiß ist zurückgegangen. Ja. Bisschen müder, genau. Bisschen unsichtbarer. Und jetzt haben wir hier mal einen Grauton. Und wenn wir da, das ist ja ein bisschen ähnlich wie der Silberton, aber wenn wir jetzt hier länger auf das Gesicht mal schauen, dann sieht man ganz deutlich, was passiert, wenn so ein dunkler Ton dann auch noch auffliegt, der nicht in der richtigen Farbe ist. Also ich finde, das Gesicht ist sehr breit, ich habe Schatten unter den Augen. Das zeichnet Schatten, die hast du nicht. Also, ja, aber mit der Farbe. Genau, also, die Farbe lässt dich einfach müder, blasser, zurückgenommener aussehen. Aber wenn du mal nicht gesehen werden möchtest an einem Tag, dann empfehle ich dir diese Farbe. In den Frühlingsfarben passiert das dann garantiert nicht. Ja, jetzt gucken wir mal, das ist ja ein etwas dunklerer Grünton, ob das denn vielleicht besser ist. Nein, es leuchtet zwar ein bisschen, aber nein, es kann auch weg, ne? Genau. Jetzt sind wir gar nicht so weit weg von einer Farbe aus deiner Palette und sehen schon, dass sich im Vergleich zu dem dunklen Ton gravierend etwas verändert. Es ist noch nicht perfekt, aber das ist schon gut. Die Augen leuchten auf jeden Fall ein bisschen mehr, finde ich. Das macht das aus. Und ja, also ich finde hier schon, das Zahnweiß ist besser und auch die Lippen schon ein Stück weit besser, aber ich wirke noch sehr müde. Ja. Also immer noch müde. Es ist noch nicht ganz perfekt, ne? Genau.
Jetzt kommt ein Highlight-Ton für den Farbtyp Herbst. Ich mach's mal so. Ja. Ja. Es ist ein warmer Ton, sehen wir, ja, und es ist aber viel, viel zu dunkel und es zeichnet wirklich Schatten, unterstreicht so ein müdes Aussehen, ne? Was ich hier deutlich machen möchte, ist, selbst wenn Sie warme Farben finden, die aber nicht Ihrem Farbtyp an sich entsprechen, dann kommen Sie nicht so ganz in diese Ausstrahlungskraft, die Ihnen der Farbtyp auch eigentlich bringt oder die, der Ihnen bietet, der optimal für Sie ist. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Frühlingsfarben. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass bei Caroline diese zarten Farben, die hellen Farben wie Champagner oder auch ein Vanilleton besonders gut aussehen. Und die Farben aus der Palette Frühling, die es ja auch gibt, die aber viel kräftiger sind, ihr nicht ganz so gut stehen. Und das möchte ich hieran deutlich machen. Hier haben wir diesen Vanilleton und da erstrahlt sie. Ja? Da ist die Haut wunderschön. Ein Glow liegt auf der Haut, die Augen strahlen, die Lippen sind wunderschön nachgezeichnet und das Gesicht ist verschlankt. Das ist, wenn man das am Spiegel sieht, wirklich erstaunlich, dass man durch die richtigen Farben auch einige Kilos oder um einige Pfündchen schlanker wirkt. Das Gesicht wirkt einfach modellierter. Ja? Direkt im Vergleich zeige ich Ihnen jetzt mal die kräftigere Farbe. Was passiert? Grundsätzlich ist das immer noch eine schöne Farbe für Sie, nur viel zu viel Farbe. Ja. Und sie ist viel zu leuchtend, viel zu heftig für Sie. Wenn wir dagegen jetzt noch mal den Champagnerton sehen. Da sieht man, dass eine Farbharmonie entsteht. Ne? Und mir fällt auch auf, dass bei diesem Tuch der Effekt deutlicher ist mit diesem Verschlanken im Gesicht. Ne? Dass die Konturen besser nachgezeichnet sind. Auch die hohen, schönen Jochbeine werden schön betont. Die Lippenfarbe ist sehr präsent, sehr schön und die Augen strahlen. Und das, obwohl wir hier eine Farbe haben, wo mancher vielleicht sagt, ist das eine Farbe? Am richtigen Farbtyp schon. Und diese Farbe hat noch den Vorteil, dass man sie wunderbar mit anderen Kleidungsstücken kombinieren kann, sodass sie immer anders aussieht. Hier kommen wir zu einem etwas zarteren Ton. Was siehst du, Caroline? Was fällt dir auf? Dass die Augenstrahlen, die Haarfarbe, also die Gesichtsfarbe ist gut, ja. Also gefällt mir auch sehr gut. Mhm, finde ich auch schön. Und das ist natürlich noch schöner. Das gefällt mir noch besser. Genau, es gibt immer noch mal eine Steigerung. Ne? Auch wenn Sie zu Hause das ausprobieren und nachmachen möchten, vergleichen Sie einfach mal die Wirkung von den Farben. Ja. Mhm. Jetzt kommt ein ganz kräftiger Ton und wir haben eigentlich hier denselben oder den gleichen Effekt wie bei dem Grünton. Der ist viel zu heftig, viel zu massiv von der Farbe her. Wenn Caroline jetzt in dieser Farbe ein Outfit tragen würde, dann würde sie nicht wirken, sondern man würde das Kleid sehen und sagen oder das Outfit und sagen, oh, da kommt ein Mandarineton mit einer Frau. Ja. Hier bei diesem Champagnerton
Da sieht man sie, da wirkt sie, ne? Genau. Bleiben wir mal bei dem. Und im Vergleich dazu. Jetzt haben wir sie ganz massiv in diesen dunklen Tönen und da finde ich, wird es noch mal ganz, ganz deutlich, dass es viel zu viel ist, viel zu viel Farbe. Ne? Die Augen werden kleiner. Wenn sie länger aufliegen, sieht man auch, dass die Lippen nicht mehr so schön nachgezeichnet sind von der Kontur her, wie vorher bei den helleren Tönen. Auch die Augen verlieren ein bisschen an Ausstrahlung. Die Haarfarbe wird nicht so schön angeleuchtet wie bei dem Champagnerton. Und die Haarfarbe, da möchte ich zum Thema Farbe auch noch mal eingehen, weil das, was hier an dem Dreieck aufliegt an Farbe, ist das eine, was ihr Gesicht anstrahlt, ja, was hier strahlt. Und ihre Haarfarbe ist natürlich das andere, was ihr Gesicht ja umrahmt. Eigentlich noch viel, viel mehr als die Farbe, die ihr auflegt. Und es ist schön, wenn die Haarfarbe auch dem eigenen Farbtyp entspricht, weil dann ist es eine Farbharmonie. Wenn die Farbe kühl ist, die Haarfarbe, die Sie tragen, also gerade wenn jemand färbt, dann ist der Rahmen nicht passend und das Bild ist nicht stimmig von Ihnen. Wenn Sie in Ihrer Farbe bleiben, kühl oder warm, in dem Fall hat Caroline das wunderbar mit den hellen Strähnchen auch kombiniert, also die Haarfarbe, das ist ja die natürliche Haarfarbe von dir, ne? In dem Fall hat Caroline auch mit den natürlichen Strähnchen, die zwar gefärbt sind, aber die zum Farbtyp gut passen, das sehr schön kombiniert mit der eigenen Haarfarbe. Das ist ein stimmiges Bild. Der Farbtyp Frühling ist meistens in der Jugend heller, hat auch mehr goldene oder blonde Strähnchen in den Haaren, gerade im Sommer, wenn die Haare dann ein bisschen ausbleichen von der Sonne. Später verliert sich dieser Effekt, der ist dann nicht mehr so deutlich. Deshalb ist es ganz geschickt, wenn ein Frühlingstyp auch diese hellen Strähnchen, die er früher hatte, einfach beibehält. Und wer jetzt nicht mit Farbe irgendwas machen möchte, mit Chemie, es gibt wunderschöne Naturhaarfarben, mit denen man diesen Effekt auch einfach nachbilden kann. Der Vorteil ist, wenn die ersten grauen Strähnchen kommen, dann wird in der Naturhaarfarbe der Ton von alleine heller, sieht wieder gesträhnt aus. Wenn jemand sagt, ich färbe meine Haare auf gar keinen Fall, dann ist es gerade für einen warmen Farbtyp schön, wenn er ganz besonders auf die Farben achtet, die hier aufliegen, weil dann hat er ja nur die Möglichkeit, die grauen Haare eines Frühlingstyps sind nicht so ganz optimal. Aber das steht uns natürlich allen frei, was wir tun, wenn wir älter werden. Und dann schauen wir einfach, dass wir hier ganz besonders mit der Farbe kommen. Ja, also hier in dem Dreieck. Dann ist auch das Bild wieder harmonisch. Der Frühlingstyp ist im Sommer wunderschön gebräunt oder hat einen leichten Honigton. Die meisten Frühlingstypen. Im Winter werden die Frühlinge leicht ein bisschen blass. Und da ist es gut, mit einem kleinen, dezenten Make-up einfach nachzuhelfen, das Gesicht leicht, wie es im 5-Minuten-Make-up auch in dem Clip gezeigt habe, leicht abzupudern, ein bisschen Rouge setzen, ein bisschen die Wimpern nachtuschen, wenn sie nicht so schön dunkel sind wie bei dir. Und dann ist auch das Bild wieder perfekt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dein Vertrauen, du wunderschöner Frühling, liebe Caroline. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachstylen. Gehen Sie in die Farbe, testen Sie aus, welche Kombinationen Sie im Schrank haben. Sie sehen ja, es gibt wirklich Farben, wenn man die monochrom, also einfarbig an Ober- und Unterkörper trägt, wo Sie die Farbe, die Sie schon im Schrank haben, ganz toll weiterverwenden können, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Viel Freude!